Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of Sorcery Gameplay mit Mods. Und um präzise zu sein, wir sind hier im Land der Verbannten, Exiled Lands. Zuerst wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe ja zwei Community-Surfer, also zwei Surfer für die, die meinen Kanal hier folgen, abonniert haben, aktiv bei G-Portal veröffentlicht. Einmal hier Exiled Lands und seit ein paar Wochen Isle of Sip da. Wer also will, gerne vorbeischauen und einfach mal reinschnuppern. Die Mods, die aktiv sind, sind in der Beschreibung von den Videos, die ich veröffentliche, immer irgendwie drunter. Und da könnt ihr gucken, ob das für euch passen wird, wo ihr sagt, klar, komm, ich finde ich gut, oder nee, kann ich akzeptieren. Oder ihr sagt, ah nee, das ist zu heavily modded, das ist nichts für mich. Auch okay. Aber wie gesagt, gerne vorbeischauen. Was machen wir heute? Heute will ich drei Emotes holen, und zwar die Pet-Emotes, die im Spiel sind. Dann nehmen wir, wen nehmen wir mit? Dich nehmen wir mit. Ich habe seit kurzem wieder Thrall Sidekicks aktiv. Die Mod, die ich schon vor langem mal vorgestellt habe, die ist nicht aktualisiert worden mit Update 3.0. Und die Mod-Autoren haben auch ganz klar signalisiert, die haben keinen, werden es nicht, spielen wohl nicht mehr Conan und machen da auch auf keinen Fall was. Ist ja okay, steht ja jedem frei. Und dich nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. Aber hier ein Danke, glaube ich, an Bertiger, der hier auch immer wieder Kommentare schreibt. Dich nehmen wir auch mit. Der meint, er hat es im Einsatz und bei ihm läuft es ohne Probleme, zickt nicht rum. Und ich hatte da, ich weiß nicht wo, irgendwo gelesen, dass es Probleme gäbe. So kann man sich täuschen. Hab dem dann eigentlich. Da war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, wenn ich jetzt hier das. Für mich hätte ich es wahrscheinlich ausprobiert, aber das Ganze dann auf einem Surfer, wo eben auch andere mitspielen, na, ich dachte, nee, lass uns lieber. Aber nachdem Bertiger gesagt hat, bei ihm funktioniert das Problem, weil ich gesagt, komm, wagst es mal, hab's dann in einem Solo-Game mal kurz getestet. Es hat keine Zicken gemacht, keine Aussätze, keine Abstürze, nichts. Na gut, dann machen wir das. Wagen wir es so. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder die Möglichkeit, durch meine, die Gefährten, die ich an mich gebunden habe, habe ich diese Collision abgeschaltet, die Kollision. Die, die nicht an mich gebunden sind, die haben weiterhin eine Kollision. So, das erste Emote, das wir uns holen, ist in der Nähe. Nee, Quatsch, ist in der Pagoda of the Boundless Lust. Wir haben ja hier unten wunderbarerweise unseren. Ah, den muss ich vielleicht ein bisschen anders hinstellen, das sieht doof aus. Wunderbarerweise unseren Schnellreisepunkt hier. Ich hätte. Na, brauchen wir nicht, wir kämpfen nicht groß, oder? Ich hole mal kurz was zu futtern. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ja, sieht ein bisschen schlimm aus. Ich hatte natürlich hier die Verderbnis durch die zwei schnellen Reisen abbekommen. Aber nichts, was wir in den Griff kriegen. Das heißt, jetzt gehen wir zuerst mal hier hoch. Das ist ja das Praktische. Wir haben ja hier. Nee, wir gehen außen rum, weil ich will mal beim Kollegen vorbeischauen, der da vorne gebaut hat. Mal gucken, wie es ihm so geht. Vor allem, wie es aussieht. Wenn wir nachher was
gecaptured haben, können wir dann hinten den Aufzug nehmen. Wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt auch den Aufzug nehmen, aber ich will gucken. Das da drüben ist Lila Lein. Der hat da direkt auf dem Plateau dort gebaut. Und hier, das ist. Na, wem gehört's denn? Hier, Dark Angel. Genau. Was tickert doch hier? Ach, das ist blöde Kuckuck, man macht's tot, genau. Ja, der hat sich hier niedergelassen und auf Stelzen sicher ist sicher, damit wir keine Purge kriegen. Ich bin am Überlegen, ob ich so. Ja, ich. Ein Tipps und Tricks für Anfänger, für Beginner, so. Vielleicht ein Video mache. Ich habe da so Ideen dazu, wo ich sage, okay, einfach mal so für die, die wieder einsteigen, schon länger nicht mehr gespielt haben. Oh, wir gehörten, da haben wir auch ein Dings. Ein Portal. Schnellreiseportal, wem gehört das? Ah, Fremdduell. Schön, schön. Ja, Noobs. So ein Video, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, die 10 besten Tipps. Oh, nein, nein, besten, nein. Die 10 Tipps von mir oder 15, keine Ahnung. Ich gucke mir Videos an. Ich werde hier im Spiel gefragt. Ich werde diskutiert das ein oder andere dann in den Kommentaren vielleicht auch aus. Na, auf jeden Fall ist es schon so, dass ich sage, okay, so ein paar Sachen, die sind für mich zumindest jetzt, sage ich mal ganz vorsichtig, da brauche ich nichts. Du bist auch nichts. Schon, ja, in Fleisch und Blut übergegangen. Gibt auch nichts. Das lohnt sich immer. So. Und von daher, ja, schrei halt rum. Alter, schrei halt. Und da denkt man schon gar nicht mehr drüber nach, warum man oder ne, dass man sowas eigentlich aus ganz bestimmten Gründen macht. Dass man sich das angewöhnt hat, es auf die ein oder andere Art und Weise immer zu machen. Und vielleicht ist es ja durchaus interessant. Ja. Vielleicht ist es ja durchaus interessant. Ah, hier was zu essen mitnehmen. Ah, jetzt habe ich das Eis noch reingepackt. Egal. Wer bist du? Aaron Storm. Haben wir Aaron Storm? Haben wir noch nicht, gell? Und ja, da werde ich vielleicht mal so nicht nur für Anfänger im Sinne von der spielt das Spiel das erste Mal, sondern eben auch Anfänger, wenn man in ein neues Spiel reinkommt, der ist direkt verschwunden. Das ist ja ganz genial. Das ist sehr schön. So, wen haben wir da? Der ist mal zumindest nichts Wichtiges. Denzer ist auch nichts Wichtiges. So. Die hat sich jetzt gesagt, die anderen haben jetzt doch mächtig die Hucke voll gekriegt. Ich halte mich da jetzt raus. Hat er aber nichts gebracht. Wir haben sie erwischt. So, wir sind jetzt hier in der Pagode der unendlichen Lust. Und hier, wenn man reinläuft, also
in die Pagode reinläuft. Auf der linken Seite hier. Ha, gehst du mal bitte aus dem Weg? Geht ihr mal darüber, bitte. Ja, du auch. Dahin. Danke. Hier oben ist ein Journal und wir haben gelernt, entspannen, relax ist ein, man sieht es jetzt hier nicht mal, aber es ist ein Pet-Emote. Und natürlich, wenn man hier ist und das erste Mal hier ist. Auf jeden Fall horcht euch Yakira, Priesterin von der Kedo an. Ist auf jeden Fall ein cooler Dialog oder Monolog. Ich unterhalte mich ja nicht mit ihr, sondern. Genau. Call me exalted by the flesh and souls of my people. I sing the lusty hymns to Derketo. I submit to the goddess of pleasure and the queen of the dead. Ja. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Ich will hier Iron Storm haben. Aber den finde ich hier nicht. Nee. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich kurz weg. Aber das ist ja okay, weil ich will eh darüber noch. Da kann ich nachher noch mal kurz zurückkommen. Ich liebe dieses Feature. Zack, Fackel und Waffe wieder in der Hand. Oh. Keine Ahnung, zu wem die gehört, aber ich muss bloß mal ganz kurz gucken. Könntest du aufhören, mit dem Bogen zu schießen, während wir. Genau. Weil die Kollegin hat gute Pfeile drinne. Macht richtig Aua. Diesmal habe ich sie. Oh, der eine ist, glaube ich, eh runtergeplumpst. So, wo ist mein Pferdel? Wo ist mein Pferdel? Ich kann jetzt das Licht nicht anmachen. Halt. Nee, habe ich? Habe ich nicht. Habe ich das hier auch? Nein. Ich muss mir hier unbedingt auch den Gürtel und das Ding und die kleine Lampe ranmachen. Im anderen Gameplay habe ich's. Aber ich weiß ja, wo es lang geht. Ich darf bloß nicht aus Versehen irgendwie ins Klettern kommen. Genau, da sind wir richtig. Ich sehe das Pferdel nicht. Das ist zu duster. Ah, da ist das Pferdel. Ah, dann kann ich doch dem Pferdel das jetzt hier geben. So, dann kann ich jetzt hier die Fackel anmachen. Dann können wir hier mal kurz gucken. Also, wir hätten hier einen Schmelter und einen Armorer. Oho, das war ein schönes, sattes Zermatsch. Und da haben die Birnen. Oh ja, kommt das nochmal mit. Und der hat nichts. Aber jetzt könnte ich ja nochmal ganz kurz zurückgucken und schauen, ob unser Dings da ist. Unser Iron Storm. Bin ich hier richtig? Ja, ist alles so duster. Ja, ich bin am Überlegen. Wie gesagt, so ein Einsteiger-Tipps und ich will nicht sagen Tipps und Tricks, sondern schon doch eigentlich schon Tipps und Tricks. Aber wie gesagt, nicht. Ah, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Pferdel hast du, dann krieg. Nee, doch. Du nimmst den dann. So, also zwei. Habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe niemanden dran. Nee. Also, zwei. Jetzt habe ich es gebunden. Bogenschütze, Kellner.
Dir gebe ich das jetzt mal. Sehr schön. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ja, gerade so am Anfang ist es fast wichtiger, finde ich, sich mit den verschiedenen Waffen und auch mit den verschiedenen Rüstungen auseinanderzusetzen. Da habe ich so ein paar Ideen. Ich denke, da werde ich vielleicht wirklich demnächst mal ein Video machen. So. Hier haben wir jetzt ja Licht. Hier nehme ich auf jeden Fall mal das Ding ab. Eigentlich will ich ein Video über die Emotes machen zum Sammeln. Und was mache ich? Sammle hier Thralls. Aber beide habe ich noch nicht in der Sammlung. Und von daher musste ich einfach zuschlagen. Außerdem finde ich cool meinen Hafen hier, oder? Hier so diesen Mini-Outpost. Ich finde es toll. Eins. Und du hast ja auch noch einen. Gib den mal her. Zwei. Sitzen sie da drinnen. Und das heißt, ich muss jetzt kurz was köcheln. Köchel, köchel, köchel. Ein Ding habe ich hier nicht. Nee, habe ich nicht. Habe ich hier Gemüse? Oh, aber nicht viel. Dann machen wir das anders. Hier mal, na, den da. So. Den. Da esse ich mal was. Dann würde ich jetzt ganz schnell ein bisschen Zeug sammeln. Ja, nicht viel. Das ist eher das. Die Samen sind da eher dann der limitierende Faktor. Wie viel habe ich da jetzt? 19, 20 sind 10, sind 200. Könnt ihr das mal tot machen hier? Ja, nicht rumquietschen. Sag mal, ich habe immer noch... komm, irgendwo hier Grünzeug, Grünzeug, Grünzeug. Da. Ja, jetzt haben wir Samen gefunden, okay. Ja, da habe ich eine Idee. Wir machen das nämlich dann so, dass ich hier 20 mal 5. 100. Und das gibt ja. Mich vertan. Keine Ahnung. So, das. Zauberspruch. Ah ja, den habe ich da oben gefunden. Stimmt ja. Das essen wir. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Okidoki. Dann würde ich ein kleines Päuschen machen, während der hier köchelt. Und ich hole euch dazu, wenn der mit Köcheln fertig ist, beziehungsweise wenn es ja auch wieder hell ist. Dann bis gleich. So, es wird wieder hell. Wir haben bloß Mistwetter. Und wir holen uns jetzt das zweite Emote für die Pets. Das ist ebenfalls hier unten im Süden. Auch ja mehr oder weniger hier gleich um die Ecke. War das
Da oben ist es. Nee, ich will dich nicht mit der Axt erschlagen. Da drüben ist der Anlegepunkt, um in die versunkene Stadt zu kommen. Da, wo der Cursor jetzt hinzeigt. Komm. Da kommt. Oh. Nicht das Pferdl. Das ist aber so unmöglich. Das Pferd hat nun wirklich niemandem was getan. Das ist ein. Ja. Erkennt man gleich, leicht größer ist ein Miniboss. Hat er so blaue Augen? Den zerlegen wir natürlich. Aus Prinzip. Und werden wahrscheinlich zweimal die Hälfte wieder wegschmeißen. Ja, der hat jetzt wirklich gar nichts gehabt, was wir brauchen. Dämonenblut brauche ich nicht mehr. Und das kann ich auch weghauen. So. Und hier ist das Journal. Wir sind also hier in Xel'Ha. Das ist die ganze Stadt hier. Im Prinzip rechts von dem Marker Palast der Hexenkönigin. Man sieht es hier sehr schön, wenn ihr hier steht. Das ist hier diese Bucht mit den zwei. Da tauche ich immer nach dem Gold. Und hier hinter der Säule liegt einfach auf dem Boden das Ding rum. Und zwar ist es Essen. Eat. Das sind die zwei, die wir hier im Süden haben. Und jetzt müssen wir in den Norden, und zwar. Oh, Meadowmeet, das ist die gute Frage. Wo war das? Ich dachte, das ist. Muss mal ganz kurz auf Englisch umschalten, ob ich das schon habe. Englisch Back Resume Map. Meldwort. Da muss man es mit dem was hier. Ich dachte schon, dass es da ist. Hier irgendwo. Das heißt, wir können zwei Sachen machen. Wir können einmal hier Bridge of Betrayer. Ja. Bietet sich an. Das heißt, wir gehen zum Kartenraum. Oh, ich habe gerade gedacht, aber nee, das. Bin gerade erschrocken, dachte, da ist keine Treppe, aber das wäre ja gar nicht zulässig. Das wäre voll gegen die Bauvorschriften, weil dann hätten wir das mit dem Gelände absichern müssen. Ja. Ja, guck, der will jetzt lieber mit dem Piepmatz spielen, das ist doch nett. Und wenn wir über den Schnellreisepunkt, über den Obelisken nach Norden gehen, können wir eventuell mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Und das Event ist gerade vor Ort. Dann können wir da noch kurz den Event-Boss metzeln. Oh, ich muss nachher meine Begleiterin den Bogen zurückgeben. Die soll ja ruhig schießen, wenn wir mit dem Bogen arbeiten, wenn ich nicht gerade neue Mitarbeiter werbe. Ja, das letzte Video zum, wo ich Mods vorstelle, ist auch in der zweiten Variante von YouTube als plus 18 gefiltert worden.
Das Interessante daran ist, ich war ja zuerst der Meinung, es war irgendwie mein Wording, also dass ich mit Thralls und Knechten und Ratbeschmerzen, weiß der Geier was, dass sie da irgendwie ein Problem damit hatten. Aber das war es ja nicht. Ich habe mich im zweiten wirklich extrem zurückgenommen und ich denke, das war auch nicht der Grund. Ich vermute, es ist der Name von der Mod selber. Thrall Breaking Places. Also Sklaven brechen, es könnte sein, dass ich da eventuell wirklich in dem Wording oder in der Namensgebung von dem Mod vielleicht was ist, weil ich habe explizit in der Variante, die ich dann jetzt, die jetzt noch öffentlich ist, oder die ich veröffentlicht habe, die zweite Variante, weil ich habe die gewählt, weil da lief der Einspruch noch, während ich es aber schon öffentlich gestellt hatte. Und da war für mich dann auch klar, okay, ich will alles vermeiden, was nur irgendwie potenziell Stress machen kann. Und da gehörte einfach, ne, das ist es nicht, dann ist es das hier, ja. Da gehörte eben dann auch das Mod selber präsentieren im Steam Workplay. Da habe ich gedacht, komm, lässt es mal. Aber es ist, jawohl. Das ist ja auch so, keine Ahnung, der Klassiker eigentlich, wenn, egal wann ich hier vorbeikomme. So, jetzt kommen wir hier das Viertel hier rüber. Geht mal ihr dahin. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz raus. Kommt hier hoch. Oh, der hat's, das war jetzt aber gecheatet. Das war gerade aber mächtig gecheatet. Okay, den ersten hätten wir down. Gut, das sind Dämonen, die dürfen, glaube ich, cheaten. Jetzt kommt hier gleich der Boss. Auch den holen wir uns da hoch, damit wir nicht im Dunkeln kämpfen müssen. Moment mal, ich muss hier kurz. Die da holen. Mal ist ja. Oh, ist schon ein bisschen düster. Ach nee, bringt ja gar nichts. Genau, der blutet ja nicht. Der sieht zwar ziemlich fleischig aus, aber irgendwie will der nicht bluten. Die komischen Maden, die da auftauchen, die bluten auf jeden Fall. Oh. Ja, noch 2000 Leben hat er. Und down. Okay, ist noch die. Das Fußvolk hier schnetzeln. Ah, da ist noch einer am Leben. Ja, bleib doch mal irgendwie. So, haben wir noch was? Können wir noch Akro-Musik? Da ist noch eine. Die zerlegen wir natürlich. Jetzt erstmal hier gucken, ob da. Ah, das ist so ein Kästchen, das sammeln wir auf jeden Fall. Das nehmen wir mit wegen. Wenn man es zerlegen gibt, das Rohasche. Okay. Die zerlegen wir natürlich alle. Den haben wir schon
Können wir es gleich plündern. So, jetzt so den hier. Und da haben wir noch was. So, du nimmst mir mal ein bisschen was ab. Das können wir gleich raushauen. Und dann kriegst du das. Und das und das und das. Okay, also so, jetzt sind wir. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind hier und hier müssen wir hin, das heißt über die Brücke. Wir haben ja mit der Redeemed Zion Legion einen guten Kälteschutz. Von daher können wir hier bequem drüber reiten. Wenn man früh im Spiel diesen Reiseabschnitt haben will, ohne dass man in den Norden geht, extremer Kälte ausgesetzt, bla bla bla, überstehen, dann kann man das hier auf der Brücke machen. Das ist mit der kälteste Punkt auf der Karte überhaupt. So, jetzt gucken wir hier hoch. Hoch auf. Ach, okay. Na? Okay. Ich gebe auf. Dann gehen wir hier lang. Ja, es ist einfacher, ja. Das ist nicht Meadowwatch. Das ist da vorne. Da, wo der Turm ist. Da wollen wir hin. Ja, komm, schau. Curse you. Ja, sie hat er schon. Okay, den Rest machen wir mit der Axt drauf. Und dann. Sehr schön. Und komm, den zerlegen wir. Weil Elefantenhaut. Ja, da drüben ist der Kollege mächtig am Bauen. Sehr, sehr fleißig. Eine Riesenanlage. Mal gucken, wen wir hier, sagen wir mal, sicherheitshalber. Das ist ein normaler. Du bist. Aua! Hörst du mal auf, mich zu hauen? Ja, genau. Aber du hättest mir noch vorher sagen können, wo ich das Ding finde. Da ist ein. It wasn't supposed to be like this. Ich glaube, hier liegt was. Hier liegt was. Und das ist Sid. Jawohl, das war das letzte Emote, was uns noch gefehlt hat in der Liste. Ah, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und
Die können wir auch noch kurz. Oh. Haben wir auch noch nicht. You will never return to your dead. Taste death. Die. Soon my teeth will taste your throat. Gods take you. Have you nothing better, pup? Taste death. Und gleich binden, damit sie nicht in der Erde verschwindet. Und ans Ferdel binden. Ups. Ferdel, was rennt denn das Ferdel hierher? Das muss doch hier überhaupt nichts machen. So. Da ist nichts drinne. Und da ist auch nichts drin. Ich gucke immer ganz von außen erstmal rein. Gut, jetzt mit Thrall Sidekicks habe ich ja die Möglichkeit, zumindest teilweise durch meine Begleiter, drei von meinen vier Begleitern durchzulaufen, beziehungsweise wenn man das Pferd mitrechnet, fünf. Also von daher passt es. So, ich werde mich jetzt hier rüber begeben. Ja, hier rüber begeben und dann dort das Portal nehmen. Für diese Folge war es aber erstmal, würde ich sagen. Wir haben die drei Pet-Emotes geholt. Hier sind wir jetzt beim letzten. Das ist, wie heißt, ich schalte mal wieder auf Deutsch um, damit wir den deutschen Begriff auch haben. Deutsch zurück, weiterspielen. Und zwar müsste das hier Weidenwacht oder im Englischen Meadow Watch. Da ist ein Emote. Das zweite Emote, was wir geholt haben, ist hier unten rechts von Palast der Hexenkönigin hier oben. Also wenn man hier die Treppen hochgeht und sozusagen an diesem Balkon steht, wo man diese Bucht hier sieht. Da ist hinter einem dann eine Säule, um die Säule rum auf dem Boden liegt das Ding. Und das erste, was wir geholt haben, ist hier in der Pagode der unendlichen Lust. Wenn man in die Pagode reinläuft, auf der linken Seite. Man muss aber die Treppen sozusagen gerade hoch, und dann kann man links, dann sieht man das Ding ebenfalls auf dem Boden. Das sind die drei Emotes für die Pets. Die haben wir jetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Schreibt Kommentare. Habt ihr schon alle Emotes gesammelt? Sammelt ihr die überhaupt? Oder sagt ihr, nee, braucht kein Schwein? Ja. Wenn ihr den Channel schon abonniert habt, an dieser Stelle einen herzlichen Dank. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne dürft ihr den abonnieren. Da könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten wäre es schön, euch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei zu haben in Conan Exiles, Exiled Lands, Game, Age of Sorcery, Gameplay mit Mods oder auch gerne in meiner anderen Serie Conan Exile, Isle of Scepter, Age of Sorcery, Gameplay mit Mods. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.